Er war Vorstandsvorsitzender der Düsseldorfer Mittelstandsbank IKB, Stefan Ortseifen. Jetzt steht er vor Gericht. Seine Bank hat er durch Spekulationsgeschäfte an den Rand der Pleite gebracht. Sie musste durch den Staat gerettet werden. Doch die Staatsanwaltschaft wirft ihm lediglich vor, er habe die Lage der Bank geschönt. Zudem habe er auf Kosten der Bank seine Dienstvilla saniert für 120.000 Euro. Die rund 11 Milliarden Euro vom Steuerzahler zur Rettung der Bank spielen in dem Verfahren keine Rolle. Bei Herrn Ortseifen sind ja eigentlich Nebenaspekte im Vordergrund bei der Anklage. Das Entscheidende, warum wurde eigentlich diese Bank gegen die Wand gefahren, ist gar nicht der Kern des Prozesses. Und das zeigt, dass die juristische Aufarbeitung der Finanzkrise in Deutschland auch nicht gut funktioniert. Teilweise scheitert es an mangelnden rechtlichen Grundlagen. Und teilweise scheitert es einfach auch daran, dass die Justiz und die Aufsicht sich nicht intensiv genug bemühen, diese Finanzkrise aufzuklären. Ganz anders in den USA. Die großen Investmentbanken stehen unter heftigem Beschuss, vor allem Goldman Sachs. Die Chefs der Bank werden vor einem Untersuchungsausschuss regelrecht verhört, öffentlich. Selbst die Kollegen an der Börse nehmen sich die Zeit, verfolgen die Live-Übertragung aus dem Parlament. Es geht ums Ganze. Börsenaufsicht und Staatsanwaltschaft werfen Goldman Sachs Betrug vor. Die Bank habe ihren Kunden faule Papiere angedreht. Sie gehen also zu Ihren Kunden und verkaufen denen Papiere und gleichzeitig wetten Sie auf den Absturz dieser Papiere? Wir machen eben Millionen Transaktionen jeden Tag als Marktmacher. Okay, wir drehen uns hier im Kreis. Sie antworten nicht, tun so, als hätten Sie damit nichts zu tun. Der Ausschuss nimmt sich die Verantwortlichen einzeln vor. Auch Fabrice Touré, der fabelhafte Fab, wie er sich selbst nennt. Bei ihm und seinen Kollegen stellt die Börsenaufsicht vertrauliche E-Mails sicher. Sie belegen, die Banker wussten genau, welche Schrottpapiere sie ihren Kunden verkauften. Am 23. Januar 2007 schreibt Touré: Das ganze Gebäude wird jetzt jeden Moment zusammenbrechen. Einziger potenzieller Überlebender, der fabelhafte Fab. Im Juli 2007 schreibt Touré: Dieses Geschäft ist total tot und die armen kleinen Subprime-Schuldner werden sich nicht mehr so lange halten. Dennoch machten sie weiter und verschwiegen die Wahrheit auch gegenüber ihren deutschen Kunden, etwa der Düsseldorfer IKB. Der versprach man hohe Renditen und die IKB investierte fleißig in die Wertpapiere. Goldman Sachs verpackt die vielen Immobilienkredite und macht Wertpapiere daraus. Sogenannte CDOs, komplizierte Kreditpakete. Die kauft eine Tochter der IKB, die Rhineland Funding. Was die IKB-Manager nicht ahnen, an dem Geschäft ist noch ein Dritter beteiligt. Der Hedgefonds-Manager John Paulson. Er schließt eine Kreditausfallversicherung ab, ein CDS. Die zahlt, wenn die CDOs im Wert sinken. Das geschieht, denn Paulson war an der Auswahl der Papiere beteiligt. Das wusste die IKB nicht und bleibt auf den CDOs sitzen. Betrug nennt das die Börsenaufsicht. Wenn eine Bank dich fragt, ob du nicht in ein Geschäft investieren willst, bei dem ein Hedgefonds hochriskante Papiere versteckt und gleichzeitig auf den Ausfall dieser Papiere wettet, würdest du wahrscheinlich Nein sagen. Bei seinen Recherchen an der Wall Street stieß der Finanzjournalist Jesse Eisinger auf einen weiteren großen Hedgefonds, den Magnetta-Fonds. Das Spiel lief ähnlich wie bei Goldman Sachs. Investmentbanken verkaufen Wertpapiere und wetten gleichzeitig auf deren Ausfall. Damit verdienen sie viel Geld. Auch die Deutsche Bank war dabei. Die Rolle der Deutschen Bank ist interessant, denn sie hat sich mit Magnetta, bei einem der ersten Deals, den Magnetta machte, zusammengetan. Sie kaufte einige Anteile und konstruierte mit Magnetta diese CDOs, wie unsere Unterlagen zeigen. Die Deutsche Bank möchte das nicht kommentieren. Als Käufer der Schrottpapiere kamen natürlich nur Kunden in Frage, die sich auf dem amerikanischen Markt nicht auskannten, wie zum Beispiel die deutsche IKB. Was ganz klar ist, zwischen 2006 und 2007 wurde es zunehmend schwieriger, Investoren zu finden, die dieses Zeug kaufen wollten. Viele haben uns erzählt, dass sie wirklich überrascht waren, dass gerade die IKB trotz allem immer noch kaufen wollte.
Dabei war es klar, dass es sich um Müll handelt. Doch auch mit Junk, mit Müll, kann man viel Geld verdienen. Banker und Hedgefondsmanager profitieren von der Krise, streichen dicke Boni ein. So kassiert John Paulson 2007 knapp 4 Milliarden Dollar, während der deutsche Steuerzahler die IKB retten musste. Auch Jeffrey Soon, Anwalt aus Florida, verfolgt den Untersuchungsausschuss in Sachen Goldman Sachs. Er vertritt Geschädigte, die Schrottpapiere gekauft haben, und hofft, dass Präsident Obama und die Justiz durchgreifen. Die meisten dieser Fälle liefen ja darauf hinaus, dass die Bank dann eine Strafe zahlen musste. Die Börsenaufsicht kümmert sich diesmal um die wirklich wichtigen Fälle, um den größten Missbrauch öffentlich zu machen. Die Banken sollen begreifen, dass dieses Verhalten nicht mehr hingenommen wird. Anders in Deutschland. Vorstände und Aufsichtsräte der Banken bleiben weitgehend unbehelligt. Staatsanwaltliche Ermittlungen verliefen zumeist im Sande. Strafrechtlich gibt es kaum eine Handhabe. Die Haupthandhabe dagegen ist zivilrechtlich, Schadenersatzverlangen von den Leuten. Da genügt die Fahrlässigkeit. Das Zivilrecht ist mit Fahrlässigkeit zufrieden und würde also die Leute auf Schadenersatz verurteilen. Da hätte ich auch gar keinen Zweifel. Doch auch solche Verfahren lassen auf sich warten. Kaum ein Banker oder Aufsichtsratsmitglied ist im Zusammenhang mit der Finanzkrise zu Schadenersatz verurteilt worden. Und das hat Folgen. Etwa 3 Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise sehen wir, dass eigentlich an den Finanzmärkten alles so läuft wie vorher. Die Regulierung ist bisher nicht so erfolgt, dass wir sagen können, eine neue Finanzkrise könnte verhindert werden. Deswegen ist es so wichtig, dass da jetzt nochmal durch eine gute Aufklärungsarbeit Rückenwind kommt für die Regulierungsbemühungen. Doch von Rückenwind ist in Deutschland wenig zu spüren. Ein Untersuchungsausschuss wie in den USA kam nicht zustande und die versprochene Finanzmarktregulierung ist in weite Ferne gerückt, räumt auch der Finanzminister ein. Wir müssen mehr und schneller tun. Ich bin nicht zufrieden. Wir haben mehr erreicht, als man vor 2 Jahren für möglich gehalten hat. Aber Grund zur Zufriedenheit besteht überhaupt nicht. Viel zu befürchten hat er nicht, der ehemalige IKB-Chef. Und wenn der Gesetzgeber nicht tätig wird, überstehen auch seine Kollegen die Finanzkrise weitgehend unbehelligt.